Die Hockeydamen des TC Blau-Weiß müssen weiter auf ihren zweiten Sieg in der ersten Hallenhockey-Bundesliga warten. Gegen TuS Lichterfelde gab es am vergangenen Wochenende am 5. Spieltag mit 4:9 die 4. Niederlage bereits in dieser Saison. Ja, ich glaube, heute müssten wir ganz neidlos anerkennen, dass TuS in weiten Belangen die bessere Mannschaft war und vor allem effizienter im Abschluss und defensiv auch insgesamt besser stand. Die Partie hart umkämpft mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, aber mit dem besseren Ende für die Damen von TuS. Zur Pause stand es aus Sicht der gastgebenden Damen von Blau-Weiß 2:5. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Spiel, nämlich meist auf das Tor von Blau-Weiß. Tore schießen leicht gemacht, hieß das Motto für die Gäste aus Lichterfelde, die die dargebotenen Gaben gern annahmen. Die 4:9 Niederlage für Blau-Weiß genauso verdient wie vermeidbar. Anfang an, wir haben zwar geführt, haben es dann aber von Anfang an nicht geschafft nachzulegen, haben TuS viel zu leicht ins Spiel kommen lassen und viel zu leicht Tore schießen lassen. Die Damen von Blau-Weiß nach dieser Niederlage weiter am Tabellenende. Nächste Chance auf einen Heimsieg am kommenden Samstag gegen Leipzig.